Ja, ich bin begeistert, als ich gehört habe, dass so viel über David bekannt ist. Ich weiß gar nicht, was ich heute Morgen jetzt noch sagen soll. Ihr habt mir dann die ganze Predigt schon weggenommen. Nein, es gibt so viel über dieses ja, wirklich erstaunliche Leben von David zu erzählen. Und als ich so die Predigt vorbereitet habe, das hat bei mir relativ lange gedauert, da ist mir unheimlich viel aufgefallen, was in Davids Leben mir so gar nicht, ja, wo man drüber gelesen hat, aber was einen so gar nicht wirklich tangiert hat oder wo man das gar nicht selber für sich auch bezogen hat. Wir wollen uns in den nächsten 5 Gottesdiensten Davids Leben etwas genauer anschauen und wollen ein Stück weit lernen, wie man einem Menschen nach Gottes Herzen sein kann. Und ich finde es spannend, damit anfangen zu dürfen und mit dem Unterthema berufen, Gott zu folgen, einem Menschen nach Gottes Herzen werden. Wir lesen hauptsächlich in den Samuel-Büchern, also auch in der Chronik, über dieses erstaunliche, wirklich erstaunliche Leben von David. Aber die erste Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, die ist aus dem Neuen Testament. Gott sagt selbst über David: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai. Einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Wow. Das sagt Gott über einen Teenager. Über einen Teenager sagt Gott das. Aber wir wollen ein Stück weit vorher anfangen. Ich habe mich gefragt, wie war die ganze Situation mit dem Volk Israel zur Zeit, als David lebte? Und dazu ein kleiner Rückblick. Das Volk Israel war unter der Führung Josuas in das von Gott verheißene Land gezogen und hatte innerhalb von gut 6 Jahren fast alle Teile, die Gott zugesagt hatte, im Land erobert. Aber das Volk entfernte sich immer weiter von Gott, nachdem Josua und die Ältesten gestorben waren. Es wuchs eine Generation auf, eine Generation heran, die Gott nicht kannte und die auch nicht sich daran erinnerte, was Gott im Leben des Volkes Israel getan hatte. Das hatte zur Folge, dass Gott das Volk in die Hand des Königs von Mesopotamien gab und sie ihm dienen mussten. Das Volk schrie zum Herrn, weil sie ihm dienen mussten, diesem Volk von Mesopotamien, und Gott erweckte etwa 14 Jahre später den ersten Richter, Othniel. Othniel war übrigens ein Enkel von Kaleb, der ja maßgeblich daran beteiligt war, dass das Volk Israel in das Land kam. Doch nach dem Tod von Othniel, dem ersten Richter, sinkt das Volk wieder in Ungehorsam und Götzendienst und verleugnen, dass sie Gott kennen. Und erstaunlich ist, dass dieser Kreislauf, der hier stattfindet, dass Gott einen Richter erweckt und das Volk rettet aus der Hand der Feinde und sie dann wieder abfallen, nachdem der Richter gestorben ist, das wiederholt sich 7-mal in der Bibel. 7-mal ist das wie so eine Welle. Mal sind sie mit Gott, mal vergessen sie Gott wieder. Ist eigentlich wie bei uns, wie in unserem Alltag. Mal gibt es einen Höhepunkt, dann sind wir Gott ganz nahe. Und dann gibt es einen Tiefpunkt, wo wir denken, wo ist eigentlich Gott? Und hoffentlich tun wir nicht den gleichen Fehler, den das Volk Israel gemacht hat. Aber immer dann, wenn der Herr dem Volk einen neuen Richter erweckt hat und sie damit aus der Hand der Feinde retten konnte, durch seinen Geist hat er den Richter beauftragt. Und solange der Richter lebte, war alles in Ordnung, folgte das Volk dem Willen Gottes. Und so wie der Richter tot war, haben sie ihn wieder vergessen. Wurden sie wie früher, ließen sich treiben, beten andere Götter an und leben nicht so, wie Gott das haben möchte. Und während jeder dieser 7 Phasen treten Richter als Erlöser und als Retter für das gefallene Volk in Aktion. Die Richter veranschaulichen letztlich in dieser ganzen Periode Christus als den endgültigen Retter
und König des neuen Volkes. Ihr könnt das nachlesen in Lukas 2, in Johannes 4, in Markus. Und wenn man genau hinschaut, währte die Zeit dieser Richter bis zu dem Prophet Samuel 450 Jahre. Auch nachzulesen in der Apostelgeschichte 13. Aber von da an wünschte sich das Volk einen König. Einen König, so wie die Länder drumherum auch hatten, um ähnliche Strukturen und Hierarchien zu haben, wie das in den Ländern drumherum gewesen ist. Und wieder war es so, dass Gott auf die Bitte seines Volks einging. Und Gott gab ihnen Saul. Saul, den Sohn des Kis aus dem Stamm von Benjamin, als den ersten König, der Israel regiert hatte. Er regierte in Hebron 7 Jahre lang und dann, als er das vereinigt hatte, 33 Jahre lang in Jerusalem. Saul war ein großer, ein beeindruckender Mann, zu dem man aufgucken konnte, ein Krieger, ein Anführer, ein Held. Und zu Beginn hört Saul auch noch auf die Stimme Gottes, die durch Samuel zu ihm gesprochen hat. Aber das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Im Laufe der Jahre der vielen Schlachten und der vielen Kriege, die Saul geführt hat. Es gab mehrere Situationen, in denen Saul nicht mehr auf Gott hörte und seinen eigenen Plänen folgte und die Schuld dafür letzten Endes dem Volk gab oder auf das Volk abgewälzt hat. Was dann zur Folge hat, dass Gott ihn abberuft und das Volk in neue Hände gibt. Hier ist es Gott selbst, der die Initiative ergreift. Gott selbst trifft die Entscheidung. Er reagiert jetzt nicht auf den Wunsch seines Volkes, sondern er sucht eine Person aus, die nach seinem Herzen ist. Gott selbst sucht sich eine Person aus, die sein Volk führen soll. Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Wow, habe ich gedacht. Was muss das für eine Person sein? Was muss das für ein Star sein, von dem Gott das sagt? Das klingt doch nach einer ganz heiligen, nach einer ganz besonderen Biografie. Und das mit vielleicht 14? Trotzdem David so ein Zeugnis von Gott bekommt, wissen wir, dass David keinesfalls ohne Fehler gewesen ist. Denn er war so ein Mann mit großen Fehlern und auch mit viel Versagen in seinem Leben. Ein Mann mit Schwächen. Ich habe mal ein paar Abschnitte rausgesucht seines Lebens, aus denen wir lernen können, wie man denn ein Mensch nach Gottes Herzen werden kann. Und drei Dinge sind mir dabei aufgefallen und über die wollte ich mit euch heute kurz nachdenken. Das erste ist Davids Herz. Nachdem König Saul in Sünde gefallen war, hat Gott sich mit David einen neuen König für Israel ausgesucht. Aber warum wählt Gott gerade David aus und nicht einen anderen? Gott sandte den Prophet Samuel ganz gezielt nach Bethlehem in das Haus Isai, um einen der Söhne als den kommenden König mit Öl zu salben. Isai, der Vater Davids, ein Enkel von Ruth und Boas, war sicherlich ein treuer Diener Gottes gewesen. Und er hatte David und seine 7 Brüder und seine 2 Schwestern schon als Kind im Gesetz von Mose gelehrt und auch sicher unterwiesen. Da gab es die älteren, großen und starken Söhne Eliab, Abinadab und Schima mit fantastischen Fähigkeiten. Und doch war keiner der Richtige. Und so erschienen nacheinander die 7 Brüder als Samuel dort war, aber keiner war der Richtige. Während wir oft in erster Linie in einem Menschen nach dem Äußeren beurteilen, ob er uns sympathisch ist, ob er gut aussieht oder was auch immer, schaut Gott ganz woanders hin. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen,
Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sucht nach Menschen, deren Herz am richtigen Fleck ist, dessen Inneres voll Liebe und Hingabe zu ihm, zu dem lebendigen Gott ist, dessen Herz erfüllt ist von der Liebe zu Gott. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke mit ganzem Herzen, die bei ihm sind. 2. Chronik 16. Davids Familie lebte damals in Bethlehem, einem kleinen Ort im Hügelland von Judäa. Da war ein total steiniger Boden. Um Bethlehem herum gab es gute Weinernten. Wein, Obstgärten, Olivenbäume haben die Hügel bedeckt. Die sanften Hügel, wenn ihr das euch mal anguckt, in Israel und das Tal. Das Land war bewirtschaftet werden konnte, diente als Weideland. Dahinter lag direkt angrenzend die Wildnis oder wir nennen sie auch die Wüste Juda. Und genau in dieser Gegend arbeitete David als Hirte. Das war wohl zu der damaligen Zeit eine der niedrigsten Arbeiten, die man so in einer Familie haben konnte. Die Arbeit als Hirte war für einen jungen Teenager sicher nicht ganz ungefährlich, ganz alleine auf dieser Weide. In diesem Bergland hat man mit Löwen, mit Bären rechnen müssen, die die Schafe entreißen wollten, die Schafe der Hirte entreißen wollten. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, David musste sich sogar verteidigen, musste die Herde verteidigen gegen Raubtiere wie Löwen und Bären. Vielleicht hatte David ganz in dieser Zeit ganz gezielt gelernt, geschickt mit seiner Schleuder umzugehen, die er nachher gebrauchen musste. Nicht weit entfernt von seinem Heimatort lag ja das Gebiet der Benjaminiter. Und die Benjaminiter, das war ein Volk, wo die Männer berühmt waren dafür, dass sie mit der Schleuder absolut treffsicher umgehen können. Wir können das auch in der Bibel nachlesen. Da steht genau drin, dass sie ohne Fehl eine Steinschleuder benutzen konnten. Also, dass sie nicht daneben geschossen haben mit diesen Geschossen. Und David, lesen wir auch in Richter 20, beherrschte seine Schleuder ganz genauso gut wie damals die Benjaminiter. Sicherlich ging es meistens friedlich zu beim Hüten der Schafe. Und obwohl David ganz allein war, wurde ihm, ich denke, eher selten langweilig. David hat die Zeit, hat die Wohltun, die Stille, hat die Ruhe genutzt, um über viele Dinge nachdenken zu können. Und wahrscheinlich stammen auch einige Gedanken in Davids Psalmen, die wir später lesen, aus seiner Jugendzeit auf der Weide mit den Schafen. Wobei wohl in dieser Einsamkeit, die Tag aus, Tag ein da war, auch über den Platz des Menschen nachgedacht hat, über den Platz des Menschen im Universum, auf dieser Erde, ob er darüber nachgedacht hat, wie Gott Sonne, Mond, Sterne und all das geschaffen hat, über die ganzen Werke der Hände Gottes, hat er wohl dort auf den Weiden Bethlehems auch über das fruchtbare Land, die Tiere, die Rinder, die Vögel und all das nachgedacht und sein Verhältnis zu diesem Gott, zu diesem Schöpfer, der das alles gemacht hat, hat er das bestaunen können? Was David als Hirte erlebte, hat ihm sicher noch deutlicher vor Augen geführt, wie groß Gottes Liebe, wie groß Gottes Zuneigung zu seinen Geschöpfen, zu seinen Menschen ist. Und ich glaube, deshalb hat David diesen Psalm gesungen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auf grasreichen Weiden lässt er mich lagern, an gut bewässerte Ruheorte geleitet er mich. Auch wenn ich im Tal tiefen Schattens wanderte, fürchte ich nichts Böses. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Leute, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Vertrautheit Davids mit Gott beruhte auf, unter anderem darauf, dass er sich eingehend
mit den Gedanken über die Schöpfung und sein Verhältnis zu Gott, diesem Schöpfer, auseinandergesetzt hat. Er hat die Ruhe genutzt, um darüber nachzudenken, wie sein Verhältnis zu dem Gott ist, der all diese tolle Natur unter anderem auch geschaffen hat. Ihr konntet das heute sehen, wenn ihr die Kirschblüten gesehen habt. Das ist doch genial, wenn ihr sehen könnt, wie Gott das alles gemacht hat. Das, glaube ich, macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Seine Nähe zu Gott, dem Vater. Was empfindet ihr, wenn ihr die Natur schaut? Wenn ihr diese unglaublich schöne, wenn ihr diese perfekte Natur vor Augen habt, jetzt gerade auch im Frühling. Wenn ihr euch damit beschäftigt, wie liebevoll Jesus alles das ausgeführt hat, was Gott im Einzelnen und im Detail geplant hat. Berührt es dein Herz, wenn dir bewusst wird, wie gütig und wie liebevoll Gott der Herr mit uns Menschen umgeht? Wie fürsorglich er die ganze Schöpfung geschaffen hat, vom Kleinsten bis zum Großen. Und wie er immer wieder diese Schöpfung auch am Laufen hält, obwohl wir als Menschen oft genau das Gegenteil tun. Ich glaube, um das wirklich zu erfassen, muss man sich wirklich so einen Tag der Ruhe auch gönnen. Einen Tag der Ruhe nehmen, einen Tag zum Beten nehmen, einen Tag nehmen, um einfach Gott näher zu sein, um mit ihm auch darüber zu sprechen. Und ihm Danke zu sagen für all das Schöne, was er geschaffen hat. Ich glaube, dadurch wird man sehr vertraut mit Gott und lernt ihn ein Stück weit näher kennen und auch, warum er uns Menschen so sehr liebt. Ich habe den Eindruck, wenn ich das so gelesen habe über David, dass David sich schon in seiner Jugendzeit, in seiner Kindheit zu Gott hingezogen fühlte. David, der kleine, unscheinbare Hirtenjunge, ihn hatte niemand auf der Rechnung und er musste erst von der Weide geholt werden, als Samuel da war. Und das ist keine Sache von mal 20 Minuten, das hat schon ein bisschen gedauert, denke ich mir. Doch als David erschien, wusste Samuel ganz genau, dass dies der Mann nach Gottes Herzen ist. Das wusste Samuel ganz genau. Und darum hat Samuel ihn gesalbt. Es kommt eben nicht auf das Äußere und auf die Stellung eines Menschen an, sondern es kommt auf die Herzenshaltung an. Gottes Auswahlkriterien sind somit genau entgegengesetzt zu denen von uns Menschen. Keine Supermänner, keine Helden, keine Stars, keine Sternchen, sondern Gott hat sich das Schwache und Verachtete ausgewählt. Gottes Maßstäbe sind absolut entgegengesetzt zu den Maßstäben, die wir in dieser Welt kennen. David hatte sich im Alltagsleben bewährt. Er war treu im Kleinen als Schafhirte, ein Beruf, der absolut kein Ansehen hatte, der ganz unten angesiedelt war. Entscheidend war allerdings, die Psalmen verdeutlichen das auch später, dass David so eine starke, so eine innige Beziehung zu seinem Gott hatte, den er über alles liebte und der ihm hingebungsvoll diente. Eine Herzenseinstellung. Er liebte Gott von ganzem Herzen, hingebungsvoll. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Schlägt es ungeteilt für Jesus? Was sieht Gott bei mir oder bei dir, wenn er tief in dein Inneres schaut? Wenn er in deine Seele hineinblickt? Es gibt Menschen, die sind zwar äußerlich dabei, aber die Herzen sind oft weit entfernt von Gott. Denken wir zum Beispiel an die Pharisäer, denen Jesus ja äußerst scharf eigentlich begegnet. Er sagt im Neuen Testament: Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber innen seid ihr
voller Heuchelei und Unrecht. Wow. Könnte es sein, dass du einem dieser Pharisäer ähnelst? Gehörst du nur den Namen nach zu den Christen? Lebst ansonsten dein Leben ganz ohne Gott und seine Gebote, so wie es dir gerade in den Kram passt? Leute, entscheidend ist doch, ob du von Neuem geboren bist und der Geist Gottes dein Leben und dein Herz regiert und dein Herz erfüllt. Wenn wir persönlich erfahren haben, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir Jesus erfahren haben, dann hat das Auswirkungen in unserem Leben. Auswirkungen, die nicht irgendwo verborgen bleiben, die nicht versteckt sind, sondern Auswirkungen, die auch sichtbar werden. Es drückt sich aus in der Liebe zu Gott, und zwar in der Liebe, die von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt kommt. Wir wollen Gott mit all unseren Kräften und all unseren Möglichkeiten folgen. Wenn das Herz von Gott erneuert wurde, dann haben wir Jesus die Herrschaft über unser Leben gegeben. Das heißt, nicht mehr ich entscheide. Paulus hat das in einem Satz zusammengefasst. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ist dein oder ist mein Herz ungeteilt für Jesus? Haben wir unser Leben Jesus anvertraut? Hat er die Herrschaft, hat er das Sagen in meinem Leben übernommen? Oder entscheide ich selbst in meinem Leben und frage nicht einmal danach, was er will und wie er darüber denkt? Hast du Jesus so noch nicht kennengelernt als deinen Herrn und Heiland, dann solltest du das unbedingt heute tun. Lass es dir durchs Herz geben, dass Jesus dich gerade in diesem Moment ruft. Wenn du immer nur Mitläufer gewesen bist, dann mach das heute konkret. Lern Jesus kennen. Sag ihm, dass du ihn kennenlernen willst. Oder sprich jemand nach dem Gottesdienst von uns an. Jesus ist nur ein Gebet weit weg. Ein Schritt. Aber daran hängt alles. Daran hängt dein ganzes Leben. Der zweite Punkt, Davids Vertrauen hat mich begeistert. David vertraut in allem seinem Gott, in allem. Das begann ganz früh in der Jugend beim Hüten der Schafe, die er gegen wilde Tiere verteidigt hat. Ich möchte nicht gegen einen Löwen oder einen Bären kämpfen. Und jetzt mit 62 schon gar nicht, vielleicht mit 14. Aber die Chancen waren doch ungleich verteilt. Ganz besonders wird das aber deutlich in der Geschichte mit Goliath. Das hatten ja sogar die Kinder auch gut drauf. Stellt euch vor, dass die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister sich gegenüberstanden, nur von einem Tal getrennt, während da dieser Superstar Goliath stand. Und dieser Superstar, 3,50 Meter große Goliath, der hat 40 Tage lang den Gott und das Volk Israel verhöhnt und verspottet. 40 Tage lang. Goliath, einer der letzten Riesen auf der Erde. Ich habe mal versucht, so ein Kopfkino zu haben und stelle mir vor, wie dann so ein Riese meinen Gott lächerlich macht. Und das muss ich mir 40 Tage anhören. Dann kriege ich so einen Hals und werde noch so viel kleiner, weil ich dem Riesen nicht gegenübertreten will. Ich habe euch einen Bibeltext eingeblendet, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Saus. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. 40 Tage lang möchte ich mir das nicht anhören. Niemand aus diesem ganzen Heer traute sich, diesem Riesen gegenüberzutreten. Bis der junge David, Teenager,
der noch eigentlich nur seinen großen Brüdern Proviant bringen wollte für diese Auseinandersetzung. Keiner traute sich, den Kampf gegen diesen Riesen zu führen und ihn gegebenenfalls zu verlieren. Eine riesige Verantwortung, die damit da auf sich lädt, weil das ganze Volk würde in die Versklavung gehen, wenn er diesen Kampf verliert. Eine riesige Verantwortung für einen Teenie. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch durch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das ist ein Statement. Ein Teenie, 1,50 groß, steht einem Riesen von 3,50 Meter gegenüber und lässt diesen Satz los. Und dabei hat David nicht vertraut auf die Rüstung, die Saul ihm ja mehr oder weniger aufgenötigt hat. Der konnte ja nicht mal gehen in dieser Rüstung. David hat den größten Riesen besiegt. Und auch ist es für uns wichtig, dass wir unser Vertrauen in all den Auseinandersetzungen, in all den Situationen, die wir haben, auf Gott setzen, dass wir ihm vertrauen, dass wir seine Kraft nehmen, nicht aus eigener Überzeugung, aus eigener Stärke irgendetwas tun. Jesus hat den größten Riesen seiner Zeit am Kreuz bezwungen und einen Kopf kürzer gemacht. Satan wurde auf Golgatha der Kopf zertreten. Was für ein unglaublicher Sieg, der uns verändert hat und uns die Freiheit und uns das Leben gebracht hat. Danach, nach dieser Situation, stieg David auf und wurde der Held der Nation. Das Volk jubelte David zu und machte ihn zum Superstar. Doch wir wissen alle, dass nach glanzvollen Siegen, so schön die auch sein mögen, kommen auch wieder andere Tage mit Niederlagen und Rückschlägen. Da war König Saul, der David mächtig zugesetzt hat, aus Eifersucht nach dem Leben trachtete, sodass David fliehen musste. Und ich habe etwa 15 Stellen gefunden, 15 Situationen auf der Flucht von David gezählt. Ein Leben in Angst und in Flucht ist etwas ganz Furchtbares. Wir können uns das kaum vorstellen. Wie ein Tier wird David von einem Unterschlupf nachher zu einem anderen gehetzt. Und er muss letztlich um sein Leben fürchten. Nirgends kann er sicher sein. Nirgendwo kommt er irgendwo wirklich zur Ruhe. Doch Gott hält seine Hand über ihn. Und auch ganz besonders in dieser Zeit vertraut David nicht auf sich selber, nicht auf seine eigene Stärke, nicht auf seine Kraft, nicht auf seine Männer, seine Armee oder seine Überlebensstrategie oder, sondern Gott vertrauen, das war das Lebensmotto von David. Und das drückt sich auch im Lobpreis und in der Anbetung immer wieder auch in seinen Psalmen später aus. Das war sein Lebensstil. Wieder nur zu gut können wir die Psalmen dazu nutzen. Und so schreibt er in einem seiner Lieder: Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Du bist mein Fels, meine Festung und mein Befreier, meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Du bist meine Burg in sicherer Höhe. Und das gilt auch für uns. Je mehr wir uns Gott hingeben und je mehr wir unser Leben ihm anvertrauen, desto mehr, glaube ich, werden Ängste oder Sorgen in unserem Leben fliehen oder sich verändern. David hat das mehr als nur einmal erlebt.
Die Bibel bringt das auf einen ganz einfachen Punkt. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das war eigentlich das Beste, was er überhaupt tun konnte. Und so gilt das auch für dich und mich in den Situationen, wo wir Vertrauen ganz erneut brauchen in unserem Alltag. Lasst uns darauf berufen, dass wir uns in der Verbindung zu unserem Herrn stärken, dass wir sie noch mehr suchen, als wir sie sonst schon tagsüber brauchen. Und der dritte Punkt in Davids Leben, Davids Umkehr. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und dann solche dunklen Kapitel in seinem Leben, wie der Ehebruch mit Bathseba und in der Verbindung mit dem Mord an ihrem Ehemann. Wie kann sowas passieren? Versuchungen auf ganz unterschiedlichen Gebieten gehen uns alle an. Dich, mich, uns alle. Wir leben in einer Welt, die sich bewusst getrennt hat von Gott, in einer gefallenen Welt. Und das Beispiel von David zeigt mir, wie schnell wir auf falsche Wege kommen können. David wurde König, erlebte Gottes Segen in so vielfältiger Weise. Sein Reich dehnte sich aus und das Volk lebte in Frieden und Reichtum. David vereinigte alle 12 Stämme und wurde so der erste König von ganz Israel. Doch der Volk ließ ihn lau und träge werden. David vernachlässigte irgendwann seine Aufgaben als König. Und anstatt mit den Soldaten in den Krieg zu ziehen und neues Land einzunehmen, zu erobern, setzte er ganz andere Prioritäten in seinem Leben und blieb in Jerusalem. David wurde langweilig und er begann eines Abends auf dem Dach umherzuspazieren, ließ seine Blicke über die Stadt schweifen und sein Blick bleibt bei Bathseba hängen, die auf ihrem Dach gebadet hat. Da ist ein Blick und da ist dann noch einer und dann lässt man den Gedanken freien Lauf. Kennt ihr das? Gerade wir Männer, wir sind da besonders gefährdet. Wie ist das mit dem Surfen im Internet oder beim Durchzappen im Fernsehen? Einen Blick, den kann man vielleicht gar nicht verhindern, aber einen zweiten und einen dritten und dann bleibt man irgendwo hängen und kommt nicht mehr los. Und dann werden aus Gedanken Taten und da ist das Chaos perfekt. Und hier merke ich spätestens hier, dass ich keinen Punkt besser bin als David. David und Bathseba fallen hier tief in Sünde und übertreten Gottes Gebot. David erlebt die ganze Bitterkeit einer zunächst zarten Versuchung und erfährt auf der anderen Seite dann Gottes erziehende Hand. Ich glaube, wir alle sind kein Stück besser als David. Aber König David erlebte, dass Gott ihm gnädig gegenübertritt. David erkennt seine große Sünde und macht eine Kehrtwendung. Er tut Buße und bat Gott um Vergebung. Die Trennung von Gott durch Sünde schmerzt ihn so sehr, dass er registriert hat, dass diese Sünde, dass diese Tat sein ganzes Leben zerstört hat. Ich glaube, wie gut es ist, wenn Gott uns die Augen für deine, für meine Situation öffnet, für den wirklichen Zustand, in dem wir leben und wo wir erkennen, wo wir stehen, wo Sünde in unser Leben gekommen ist. Ohne echte Buße und ohne Umkehr gibt es keine Vergebung. Die Dinge gehören zusammen. Davids Umkehr war kein Lippenbekenntnis, keine Floskel, sondern es kam aus der Tiefe seines Herzens. Es hat ihm wirklich wehgetan. Wir lesen das im Psalm 51. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, einen gefestigten Geist. Schick mich bitte nicht weg aus deiner Nähe. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest.
Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Was ein fantastisches Gebet. Wenn wir mit einem aufrichtigen Herzen zu Jesus kommen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Übertretung, alle unsere Schuld. Alle Menschen, die von Neuem geboren sind, die Jesus in ihrem Herzen haben, wie auch David, sind Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, weil sie die Erlösung Jesu angenommen haben und weil Jesus in ihnen lebt. Er hat uns auserwählt. Er hat uns mit seinem Blut ganz teuer erkauft und sorgt nun durch die Kraft seines Heiligen Geistes und das Wirken des Heiligen Geistes dafür, dass seine geliebten Kinder, dass wir, dass du, dass ich, dass wir ans Ziel kommen, dass wir das Ziel erreichen, einmal wirklich in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Dafür sorgt er sogar selbst. David war nicht der Held, er war nicht der Superchrist, schon mit 14 oder so. Nein, David war ein genauso großer Sünder wie ich oder wie wir. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie du und ich es sein dürfen. Wie du und ich es leben dürfen, weil Jesus in uns lebt. Wir brauchen sein Herz, wir brauchen das Herz, dass wir Gott lieben können, mit all dem, was uns als Person ausmacht. Wir wollen das Vertrauen haben, dass wir Gott zutrauen, in jeder Situation unseres Lebens für uns zu kämpfen. Er führt den Kampf, nicht wir. Er erringt den Sieg, nicht wir. Wir gehen mit. Und wir wollen umkehren von dem, was unser Leben schlecht macht, was unser Leben zerstört. Wir wollen zurück zu dem lebendigen Gott, der uns Frieden, Freude und Ruhe gibt. Ich wünsche mir und ich wünsche euch das. Amen.